So, ein herzliches Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute fahren wir weiter Richtung Schweiz. Ne, nach Schweden. Genau. Aber ich weiß nicht, ob ich das alles schaffe. So 20 bis 35 Minuten nehme ich auf heute. Und ja, legen wir mal los. Tank ist voll. Und ja. Gut. Ups. Bisschen verfahren. Der fährt schon recht zügig, weil er einen starken Motor hat. Nicht wundern. Jo. Jetzt hört dieses komische Rauschen endlich auf. Und wieder da. Furchtbar. Hey, ich habe so eine Bluetooth-Box und anscheinend, ja, funktioniert das nicht so gut mit dieser Box. Dass es nicht im Mikrofon zu hören ist. Das wäre also recht eklig. Jetzt muss ich gerade mal anhalten. Mikrofon ist kaputt gegangen. Ja. Deshalb ist das ein bisschen komisch hinzustellen. Ständig überall, wo ich meine Hand habe, ja, dass die Maus so wie sie ist und fertig. Das ist ein bisschen komisch. So. Ah, seht da, wie der abgeht. Der LKW. Das ist echt schon heftig. Wenn ich jetzt hier drauf trete, ne? Der Motor ist halt stark, der kann, weiß ich, wie schnell fahren. 600 PS. Aber wir werden jetzt den runterdrosseln auf mindestens 120. Aber ich sag mal so, wenn ich streame, da hängt der Stream. Also gerade die Monitoreinstellung, die ich eingestellt habe, da ist das echt schon, ja, heftig. Aber zurzeit werde ich jetzt auch ohne Kamera, auch wenn ich live gehe oder Videos mache ohne Kamera, was machen, weil mit Facecam, nee, will ich aktuell nicht. Seitdem die Videos bringen mal ein paar Abos, dann vielleicht, aber ansonsten erstmal nicht. Ich hoffe, dass man dieses komische Rauschen nicht hört. Weil wie gesagt, steht zwar unter dem PC meine Box, aber das ist echt scheußlich. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Kilometer, ne, das ist doch nix. Das schaffen wir doch. Na, Opel Corsa, schaffst du es mit deinen Corsa nicht?
Ja, ich war ja auch recht zügig, aber könnte schon mal ein bisschen schneller fahren. Da müssen wir runter. So war das, Scheiße. Motor ist schon wild. Aber wie gesagt, den habe ich nicht umsonst eingebaut. Dort drauf, der kommt einfach aus dem Gummi. Das ist echt schon geil gemacht. Aber wie gesagt, wenn ich wollte, ich könnte auch noch schneller fahren, aber wie ich die Kontrolle über den LKW verliere, fahren wir lieber mal 120. Ist voll. Gut, da liegt noch ein Bus. Ach, LKW. Machen wir ein bisschen zügiger. Nee, eigentlich wollte ich vorhin eigentlich den LS22 spielen, ja, oder ein Video machen, dass es hätte heute erscheinen hätte können, aber ja, da hat mich ein Kumpel ein bisschen von gehindert. Jetzt habe ich mich entschlossen, ein Video für den Euro Truck Simulator zu machen und ja, genau. Ich überlege, oder es ist zwar in Planung, ob ich in Videos Leute über Discord, dass die Videos auch unterhaltsamer werden, was ich schon seit längerem vor hatte, aber da ja diese Pixel-Probleme gewesen sind, konnte ich das ja nicht. Da muss ich mich erstmal darum kümmern, dass das beseitigt ist. Aber das ist es ja hoffentlich. Wenn es das nicht ist, dann wird dieses Video auch nicht hochgeladen. Weil solche Videos, die jetzt zurzeit auf meinem Kanal sind, die bleiben auch da. Aber wenn es dieses Video jetzt nicht ohne Pixel ist, wird das auch nicht hochgeladen. Ich weiß, dass es jetzt ungepixelt sein müsste. Aber ich denke mal schon, weil wo ich live gehen wollte, tja, das ging nicht, weil die Internetverbindung, ja, das ging zwar. Der hat auch geladen, weil ich habe ja mit meinem Handy mal verfolgt. Hat geladen und ja, der Livestream, der stande dann auf einmal. Also ist damit nicht klargekommen mit der Auflösung. Ja, und wenn die deutsche Glasfaser das macht, ja, das ist immer noch fraglich.
Ach, die 10 Gramm war mehr. Digga. Da kommt eine fiese Kurve. Genau. LKW hier überholen. Ach, ich muss da eh wieder runter. Daher. Ja. Runter, sorry. Jetzt muss ich aber in die Bremse drehen. Ja, es ist echt schon heftig mit dem Motor hier. Weil er ist echt, ja, wenn da Gas gibt's. Den schiebst du da vorne. Wird er jetzt. Ihr wird jetzt sehen, wie der anfährt. Und wenn ich anfahre. So fährt der. So. Müssen wir es mal wegfahren. Aber wenn ich anfahre, zieht er schon wesentlich besser. Ach, Blinker nicht gesetzt. Nur mit dem Bremsen muss ich ein bisschen aufpassen. Ich habe schon mal so privat halt gespielt, ne? Und dann habe ich mal ein bisschen übertrieben und dann, ja, wie entsprechend die Kurve nicht gekriegt und gegen eine Wand gekracht. Das sieht auch. Aber sollte in meinen Videos nicht passieren, wenn ich halt, ja, für euch was mache. Boah, dann wo sollen wir eigentlich hin? Also, die 5 Stunden, da brauche ich glaube ich nicht so viel zu fahren. Gut. 500 Kilometer. Wir haben ja nicht mal 26 Minuten auf dem Daro. Ja gut, dann wird das ein 30 Minuten Video. Dann schaffen wir die Tour zum Glück noch. Weil ich hatte Bedenken, dass ich die nicht schaffe. Das ist hier so eine richtig beknackte Ecke. Da siehst du nichts. Da kommt jetzt nichts. Das anfahren und dann blinken. So im Kreisel brauche ich glaube ich nicht zu blinken. Ist das jetzt Autobahn oder ist es keine? Ich glaube schon, dass es eine ist. Stand doch da. Jetzt weiß ich, was draußen los ist, genau. Es regnet und ich habe mich gewundert. Ja, das hat sich wohl mit dem Treffen, was ich nach dem Video vorgehabt hätte, erledigt. Auch gut. Ja, ich wollte mich eigentlich nur treffen mit jemandem, aber. Ja, da es ja jetzt regnet, hat sich das wohl erledigt.
Das hätte jetzt fast einen Unfall gegeben. Ach ja. Ich hatte ja einen neuen Monitor gekriegt, das war auch was mit dem Einstellen. Erst hatte ich mit der FPS darum getestet, wie ist das einstellbar. Nix, die Pixel sind geblieben. Es hat sich ein bisschen minimiert. Ja. Aber der Hammer war dann, das lag im Encoder. Da erstmal drauf zu kommen. Tja. Das habe ich nur durch Zufall bin ich da drauf gekommen. Habe nämlich bei YouTube geschaut, wie das einstellbar ist. Und dann habe ich das nächsten Tag gemacht und da keine Pixel, nix. Ein sauberes Bild ohne Pixel und so soll das auch sein. Weil ich habe mich gewundert, komisch, ich habe extra einen Computer ausgetauscht, die Hardware erneuert, das kann doch jetzt nicht sein. Alles mit Pixeln. Aber dann habe ich noch eine Einstellung gemacht und da habe ich gesagt, wow. Das ist so, wie es sein soll. Ach, hier hätte ich gar nicht runterbremsen müssen. Naja, gut. Das Rumsen ist schon gut gemacht worden. Junge, Junge. Ja, allein die Grafik von dem Lenkrad, wenn die Sonne da drüber scheint, das ist echt schon nice. Ich gucke mal, ob ich unter der Woche irgendwie das einrichten kann, dass dann auch Videos kommen, aber Leute, ich kann es euch nicht versprechen. Ich gucke mal, ob es irgendwie machbar ist, aber auch vielleicht andere Spiele zu spielen, könnt ihr ja mal alles in die Kommentare schreiben. Und wenn es umsetzbar ist, dann mache ich es. Aber ich weiß nicht, ob es machbar ist. Und die Leute vielleicht, die auch das Spiel haben oder andere Spiele haben, können ja mal, ja, wie gesagt, mir schreiben. Es kommt auch bald noch eine E-Mail-Adresse. Die Interesse haben, vielleicht mal ein Video zusammen machen, das biete ich auch an. Das dann hochlädt, dass es auch unterhaltsam ist für die Leute, die Interesse haben. Jo. Könnt es gerne in die Kommentare schreiben oder halt dann, wie gesagt, per E-Mail dann. Aber Kommentar wäre erstmal besser. Oder ihr besucht meinen Discord-Server. Könnt mir dann da schreiben. Gut, 10 Minuten geht noch. Sollten wir ja auch da sein, hoffe ich.
Wenn ihr euch ein bisschen wundert, warum das nicht so ist, warum ich das Lenkrad so verreiße, ich habe leider kein Lenkrad zu Hause, also ich spiele mit Tastatur, nur zur Information. Aber kommt entweder dieses Jahr oder Ende, also das kommende Jahr dann. Also wenn das Jahr vorbei ist, dann das kommende. Entweder Mitte oder am Anfang mal schon. Weil dieses Jahr glaube ich nicht, dass ich da noch was hinkriege. Monitor hat schon genug gekostet. Aber dafür ist ja jetzt endlich diese Qualität besser. Oh, da wäre ich jetzt fast reingefahren. Warum fährt denn der hier so langsam? Kann der jetzt noch schneller fahren? Leute, Leute, Leute. Das ist der Verkehr. Ich war schon wieder zu schnell. Ja, aber so nur die 200 Kilometer, die schaffen wir. Dann wird es ein Video, wenn es klappt. 35 Minuten. 31. Je nachdem, wie lange es jetzt noch dauert. Und ich hoffe, dass die Qualität perfekt ist. Ich hoffe. Da hat es aber gekracht. Sollen wir das Licht einschalten? Die Kurve, die hat es in sich. Ärgere Kurve dann. Hätte ich die Kontrolle über den LKW verloren. Nächstes Mal lieber auf 100. Die nächste Kurve kommt. Oh, schöner Rastplatz. Oh, ich hätte da. Ja, gut. Egal. Der nächste Rastplatz kommt. Weil ich habe schon mal gemacht, habe ich eine Vollbremsung gemacht. Und bin quer auf der Autobahn gedreht. Oh, das ist Mist, das zu machen. Teilweise geht es dann nicht so, weil halt, na, darfst du in echt auch gar nicht. Da wenden, das ist Mist. Oder wenn ich die Ausfahrt verpasst habe, halt, na, wenn du privat so spielst, kannst du das ja machen. Aber wenn du aufnimmst, ist das nicht so. Die 170 Kilometer, die schaffen wir noch.
Tür sind, wo. Geht. Nee, ne, Leute, es kann nicht sein. Wie die fahren. Ja, selber schuld. Das meine ich halt, ne? Egal ob es in echt ist oder im Spiel, die PKWs fahren einem im Weg rum. Und das die eine Seite, das ist für Schnellfahrzeuge, die schneller fahren als nur 80. Die haben gefälligst, wenn sie nur 80 fahren, haben sie da auf der rechten Seite zu fahren. Ja. Nicht mitten im Wege, wo andere keine Zeit dafür haben. Wo ich jetzt fahre, da, das ist für die Fahrzeuge, die schneller fahren. Hat man nicht zu fahren. Nee, das regt mich dann so ein bisschen auf. Ja, mich nervt es einfach, weil das kann nicht sein. Das Handy gucken und nee, mache ich nicht. Das geht nicht. So, die 80, die hören wir dann noch. Ja gut, dann sind wir 32 da. Mit dem Aufnehmen. Weiß nicht, wie lang ist denn die Strecke noch? Da könnte ich noch mal, ne? Kommt das erhöhen wir ein kleines bisschen, denke ich mal. Ich schiebe euch zur Seite, wenn ihr nicht zur Seite fahrt. Das ist gefährlichst eine Schnellstraße, hat man nicht im Wege rumzufahren. Furchtbar. Nee, der KI-Verkehr, der ist echt für die Tonne. Das ist auch privat, wenn du mit Leuten privat fährst, ne? Freunde her halt. Bin ich auch mal gefahren. Zu zweit oder so, irgendein Auftrag und auf einmal. Bisschen schneller. Nicht so schnell wie ich jetzt fahre, aber keine Ahnung. 100, glaube ich. Der nächste. Da ist es dann auch passiert. Dass du dann, weil du nicht ausweichen konntest, in irgendein Auto gerast, reingerauscht bist. Den schiebe ich jetzt weg. Pech gehabt. Irgendwann reicht's auch mal. Der nächste im Weg, es kann nicht sein. Das ist nicht. Das ist für schnellere Fahrzeuge. Doch gut, wir sind so gut wie am Ziel. Ja, fährst du jetzt oder fährst du nicht? Der Feinde. Ja, und dann biegst du auch noch ab. Super. Nämlich die Toilette wieder vor mir. Oh, ist der. Das fuckt einen echt ab. Da kriege ich ihn so vor einem rum.
Ja, selbst die Kollegen nicht besser. Na gut, das war ein bisschen dicht. So. So, sind wir jetzt da. Ja, Leute, ein bisschen, ja, zum Aufregen, aber gut. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert, euch das Video reinzieht, auch wenn ich mich ein bisschen darüber aufgeregt habe. Aber es sollte unterhaltsam sein. Und wie gesagt, für die Leute, die gerne mal mit mir zusammen irgendein Spiel, ob es Fortnite ist, ob es LS22 ist, die drei Spiele, die hätte ich zur Verfügung. Spielen möchte, kann gerne mir entweder bei Discord schreiben oder in die Kommentare seinen Discord-Namen. Dann kann man was ausmachen. Genau, bis dann. Ciao, Gaming TV ist raus.